Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge von Forza Horizon 4. Heute drehe ich den Spieß mal ein wenig um. Bisher habe ich ein Auto immer erst getuned und bin es dann gefahren. Heute fahren wir erst und tunen dann. Also, let's go. Und wie ihr seht, es ist Winter. Wieder schön im Schnee fahren. Ein bisschen rutschen. Ein kleines bisschen. Und ein sehr geländefähiges Auto fahren. Ich mal so behaupten, es ist dunkel. Okay, man sieht fast nichts. Egal. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich fahre den 2012er Bowler EXRS, soll das sein. So ein bisschen, eigentlich ist es kein eigenständiges Auto. So ein bisschen kann man sagen, wie Ruf. Das kennt vielleicht einige, Ruf ist quasi so ein bisschen, die tun halt Porsche-Modelle. Machen daraus halt was Eigenes. Und Bowler ist dafür bekannt, Range Rovers zu tunen. Aber nicht nur irgendwie zu tunen. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Range Rover, aber ist doch ziemlich hart anders. Mein Motor, der hat ähnliche Leistung, immer noch der 5 Liter verbrauchte Kompressormotor mit rund 560 PS. Ist noch relativ normal. Aber der Wagen hat stark abgenommen. Sie wiegt jetzt nämlich über eine halbe Tonne weniger als das Serienmodell, den er basiert. In 400 Metern links ab. Was denn der Range Rover Sport wäre. Also der wiegt jetzt nur noch unter 2 Tonnen, so rund 1,9 Tonnen. Geht deswegen auch in 4,2 Sekunden auf 100. Ja, so leicht für Offroad gedacht. Ich meine auch, der Innenraum ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so serienmäßig geblieben, ne? Überall Käfig und so. Scheiben sind aus Plexiglas. Und Alter, man hört so ganz leicht den Kompressor. Bam, Junge. Your face. Oh Gott, ey. Ich liebe Kompressor. Der Wagen ist jetzt komplett zurück. Ich meine, 560 PS, das reicht eigentlich auch aus. Gerade so. Was wir heute machen, ist nämlich eine Saisonmeisterschaft. Die heißt Schneebowler. Du hast dein Ziel erreicht. So, wenn wir diese Meisterschaft auf durchschnittlich den dritten Platz abschließen, bekommen wir 20.000. Machbar. Wenn wir das auf erfahren, auf sehr erfahren, auf dem zweiten Platz abschließen, gibt es sogar einen Wheelspin. Und was ich halt vor allem haben will, wenn ich die Meisterschaft auf Experte auf dem ersten Platz abschließe, bekomme ich den 2018er Maserati Levante. Oder eigentlich der Levante S, wenn man es genau will. Und den will ich haben. Den Wagen gab es auch schon in Forza Motorsport 7, da kam der per Carpass rein. Jetzt kann man den ja auch in Horizon 4 gewinnen, was ich sehr geil finde. Und ich denke, auf Experte auf dem ersten Platz ist es nicht zu viel verlangt. Das ist jetzt nichts Unschaffbares, was nur so die besten 10% schaffen können. Ich meine, guckt mich an, wie kacke ich fahre. Ist trotzdem scharf. Und natürlich Experte ist zu langweilig. Wir machen mal auf Profi, ne? Denn ich bin doch ein Profi. Nicht. So, nur Bowler ist unterwegs. Also Chancengleichheit. Das müssen jetzt auch alle Serie sein. Wir müssen ja den ersten Platz erreichen. Das ist die Grundvoraussetzung. Forzaton ist schon geschafft. So, tägliche Forzaton. Wöchentlich nehme ich gleich nachher noch auf. Nach dem Bowler. Das ist, oh, glaube ich, eine von der Community erstellte Strecke, oder? Ich glaube, so gab es im Spiel nicht. Finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich cool. Das ist auch Strecken von der Community nehmen, dass man halt Strecken einreichen kann und daraus seine Meisterschaft machen. Natürlich die Community extrem geile Strecken schon bauen kann. Ja, meine Strecken kamen bisher nicht dran, logischerweise, weil ich auch... Also erstmal Sprinten habe ich bisher kein einziges erstellt im Spiel. Schon mal das erste. Halt Rundstreckenrennen auch nur für die Straße. Ich habe meine auch nicht eingereicht. Also wenn man seine Strecke macht und hier im Spiel, ich sag mal, online teilt, als Blaupause, dann nimmt man da nicht automatisch teil. Muss ich da so ein bisschen für, ich sag mal, so anmelden oder so, registrieren, also ein Formular und sowas ausfüllen. Mach ich vielleicht auch mal, mich zu bewerben. Im Sommer oder so. Was hat so coole Strecken bisher, wenn man gefahren ist. Und sowieso bei den von der Community erstellten Strecken, da ist die KI meistens nicht so gut. Als auf den vom Spiel hauseigenen Strecken, die es schon gibt.
Ja, die kriegen ja meistens so ein paar Probleme. Kommt nicht so richtig klar. Und meine Stimme ist gerade ein bisschen komisch. Ich weiß, ich bin gerade aufgestanden. Am Wochenende, Samstag, sind wir so halb elf aufgestanden. Jetzt haben wir, ja, ungefähr um elf. Ganz entspannt auf. Ey. Das ist schon dritte Runde? Okay, dann geht's schnell. Eine coole Strecke. Der Bowler macht seinen Job auch echt gut. Das ist auch gerade ein Auto, was ich eigentlich ziemlich geil finde. Natürlich auch wegen dem Motor. Der Motor ist, glaube ich, ist ja nicht sogar von Jaguar? Ich weiß, das schon auch nichts aus, aber ich meine, Jaguar und Range Rover haben ja beide den Fichtdörfer auch Kompressormotor. Ist das nicht so mehr oder weniger der gleiche? Kann sein. Ich weiß auch nicht, ob überhaupt Jaguar und vielleicht Range Rover oder Land Rover zum gleichen Konzern gehören. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht sogar im gleichen Konzern sind und sich deswegen auch die Motoren teilen. Oder sehr ähnliche Motoren bauen. Das weiß ich leider nicht. Aber Rennen gewonnen, easy, Rundenzeit auch die beste. Ja, 52er Zeit ist easy drin. Und jetzt sind 20 Punkte geholt. Yeah. Ja gut, Santa ist ein bisschen spät, ne? Ist leider schon über einen Monat verpennt. Mein Konstand gefällt mir auch. Der gestern eigentlich sogar noch mehr, nur ich habe mir mal etwas gegönnt. Und zwar einen Pagani Huayra BC. Kostet bei der Automesse 1,5 Millionen. Ich habe im Auktionshaus einen ergattert für 1 Million. Jetzt gerne noch 50er bekommen, aber naja. Ging leider nicht so wirklich. Ich will jetzt auch nicht 3 Stunden warten oder so, um den Wagen zu kaufen. Da war einer für Sofortkauf 1 Million. Wenn die meisten Startgebote bei dem Wagen waren irgendwie so 1,2, 1,3 Millionen. Deswegen einer für Sofortkaufpreis 1 Million. Ich dachte mir so, komm, warum nicht? 1,5 Millionen gespart. Ich den auch so kaufen kann, das Geld juckt mich ja eh nicht bei 16 Millionen. Das, die Frage des Preises eher Nebensache. Und das ist auch gut so. Und auch wenn ich jetzt nicht VIP wäre, verdient ihr so leicht so viel Geld in Forza. Also mir kann ja sagen, dass man hier im Spiel dass es schwer ist, an Geld zu kommen. Vor allem, ich fahre mir Geld noch nicht mal. Ich werde nicht irgendwie so Goliath, irgendwie so, was ich, 10, 20 Runden mit hier Forza Edition Autos, das mache ich ja gar nicht. Ist da das nächste Rennen? Ist ja das dritte Rennen gar nicht. Da. Achso. Nach einem Rundstreckenrennen machen wir erstmal das. Deswegen, also es ist wirklich sehr einfach an Geld zu kommen, auch an viel Geld zu kommen. Aber man muss das Spiel aber auch halt auch ein wenig spielen. Und nicht nur 2 Stunden in der Woche. Sondern nicht unbedingt der reichste Mensch ist, das ist eigentlich nur klar. Ich spiele das Spiel viel, aber ich fahre auch gar nicht mal so viele Rennen eigentlich. Ich fahre einfach nur oftmals durch die Gegend. Das einfach Spaß macht. Damit kein bisschen Quatsch bauen, ein bisschen driften vielleicht oder so. Die Autobahn ein bisschen langpeitschen. Bockt einfach. Und wenn man das Spiel wirklich immer halbwegs regelmäßig spielt, dann kommt man schon an genug Geld, um sich eigentlich alles, was man möchte, zu leisten. Ist vielleicht nicht jeden Tag ein 10 Millionen Credit Auto kaufen. Das natürlich nicht. Das ist ein Großteil der Autos, kann man sich ziemlich einfach erspielen. Und ich habe ja auch schon gar nicht mal so wenige Autos. Ja, viele kann man auch mit dem Wheelspin gewinnen. Ich habe einmal auch alles in sogar in einer Forza von Live-Folge, das kann auch gewesen sein, habe ich dann mit McLaren F1 GT gewonnen, der über 5 Millionen kostet. Also, ja, also da habe ich schon vieles gewonnen mit dem Wheelspin. Viele teure Autos, die ich mir irgendwann eh gekauft hätte, aber wenn ich so gewonnen habe, ich bin jetzt auch nichts dagegen. Deswegen einfach, also die Frage auch, ja, wie kommt man viel an Geld, auch bei den Pixelhelden. Ich öffne das mal die Videos von Ray, die Forza-Videos. Vielleicht den einen oder anderen, Ray 90 ist ein Gamertag, den Kanal die Pixelhelden. Ich spiele auch viel Forza und da kommt ganz auf die Frage, wie er an Geld kommt. Die einfachste Antwort, das Spiel spielen. Da kommt man genug Geld. Natürlich, er
profitiert natürlich auch viel durch Designs und die Tunings. Links abbiegen. Macht auch richtig viel Kohle mit, aber halt, er spielt das Spiel allgemein viel. Und egal was man da macht, man kriegt für alles irgendwie Geld. Du musst ja nicht dauernd nur Goldert fahren. 10, 20, 30 Runden mit vorzeitischen Autos. Ich bin noch nie, glaube ich, ein Rennen mit einem vorzeitischen Auto gefahren. Vielleicht mal für einen Fortschritt oder für einen Erfolg, aber jetzt irgendwie um Geld zu machen, nö. 400 Meter links abbiegen. Ich bin generell glaube ich, Goliath nie mehr als 2 Runden gefahren. Und generell vielleicht nicht mal 5 Mal Goliath gefahren. Das braucht man einfach nicht. Ich bin auch schon 50 Runden Rennen gefahren, das stimmt. Aber auch auf einer Strecke, die, wo die Rundenzeit, glaube ich, 40 Sekunden ist. Also auch nicht wirklich rentabel. Auch mit einem GT3 RS war das. Doch jetzt kein mega krass getuntes 1000 irgendwas PS Auto. Damit das möglichst schnell geht? Nö. Braucht man gar nicht. Deswegen einfach Spiele spielen. Das ist die einfachste Antwort. Macht euch über Geld nicht Gedanken, es kommt so oder so. Die Fortsetzung zu machen wäre sinnvoll. Ich kann auch gut Geld verdienen, denke ich mal. Ziel erreicht. Einfach spielen. Just do it. Da sind wir auch schon. Vor der Driftzone, Ambleside, Schleife, Querfeld ein. Der Levant hatte ich echt gern. Weiß ehrlich gesagt irgendwie nicht warum. Ich bin jetzt auch kein so riesen Maserati-Fan. Natürlich ist es eine coole Marke. Jetzt zum Beispiel finde ich besser als Daihatsu. So ein Ghibli auch nicht schlecht. Aber ist jetzt nicht so, was ich mir sage, so den muss ich unbedingt haben. War natürlich cool, dass er ins Spiel kommt. Ich meine, Levante ist ein SUV. 8-Gang-Getriebe. Ich war so ein Getriebe. Wie heißt denn das? Fetischist. Halt 8-Gang-Automatik hat er. Geil, du. Ist doch halt in Ordnung aus. Ich mal fahren. So. Aber, so, aber. Ich mach kurz einen Cut, komm gleich wieder. So, bin wieder da. Ich muss mal ganz kurz ins Bad. Ein toller Sprung. Oh Gott. Der andere Wagen. Versteckt sich erstaunlich gut, finde ich. Auch für Serien. Und langsam ist er ähnlich. Also. Und das Ding hat mehr PS als ein GT3 RS. Das ist schon mal nicht schlecht. Hallo. Ja, keine Stadtrundfahrt, ne? Also würde ich durch die Stadt. Ich habe etwas zu wörtlich genommen. So, danke schön. Vorbeilassen. Das ist nachher noch gerne wieder vorbei. Nach dem Rennen natürlich. Bis dahin müssen sie sich leider gedulden. Der 5. Platz ist jetzt immer so gar nicht gut. Das ist nicht das, was ich mir jetzt so vorstelle. Ja, 3. Alter, was macht die da? 3. ist schon ein bisschen besser. Aber natürlich ist mir der 1. Platz noch lieber. Jetzt schon ein Scheinwerfer, der Bowler. So. Dann ist mein Bauch mal nicht. Das ist nicht für Langweiler. Na. Was denkst du denn, wer du bist? Mich einfach so überholen? Sag, wann geht's noch? Ja, hör mal. Ich überhole das Hackt hier. Wie sagt der Wagen so wenig Punkte? Ich meine, der hat da 760 Punkte. Ist das jetzt ein Anzeigefehler? Ich glaube schon.
Bin mir sehr sicher, dass der Wagen 760 Punkte hat. Bin ich mir sehr sicher. Und ich bin einfach nur dumm. Kann auch sein. Kann vor allem am Wochenende mal vorkommen. So, einen haben wir noch. Bisher liegen wir in der Meisterschaft sehr gut. Wir liegen sehr gut an Deutsch 1. Das Rennen schaffen wir noch, easy. Dann denke ich mal, wird nächste Folge getuned. Ich habe sogar eine Idee, was wir mit dem Wagen machen können. Ja. Okay. Ja, seid gespannt. Der Sechsgänge, genau. Sechsgänge Automatik kann ZF-Musik sein. ZF für Dresdhafen. Oh. Ja. Okay. Die Hitbox war gerade sehr sonderbar. Oh, Kompressor. Und ein Soundbug. Ah, jetzt geht's. Boah, Alter. Wie lauter kann das aus? Wie viel Ladung haben wir denn? Oh, geht ja noch. Ist ja noch ganz human eigentlich. Besetzung ist mir zu lang. Rechts abbiegen. Das ist definitiv. Zumindest wenn er die Leistung hier behält. Das ist mir zu lang. Ich wollte irgendeinen coolen Move machen, aber hat nicht so geklappt. Du hast dein Ziel erreicht. So, letztes Rennen für den Levante. Ist Levante nicht sogar eine Stadt in Italien? Oh, wie wäre es ein Fußballverein? Das ist, glaube ich, US Levante oder so. Mann, ey, Abruf von Anwesenheit. Ey, wer ruft mich denn die ganze Zeit an hier? Schon in den letzten beiden Tage so. Dann würde ich den nochmal zurückrufen, aber dann steht da so nochmal, ist unverständlich. Bitte rufen Sie die Auskunft an. Ja, wow. Welche Nummer waren das? Jeden Tag eine andere. Viel Spaß. Aber ich kenne die Nummer auch niemals, ist das Problem. Wenn mein Handy sowieso immer auf lautlos ist, merke ich halt die Anrufe nicht. Ich bin logischerweise meistens unter der Woche auf Arbeit und da Handy auf laut zu haben wäre nicht gerade vorteilhaft und es bringt nichts, weil ich eh nicht angeben sollte. Ja, wenn ich weiß, dass ich einen wichtigen Anruf kriege, dann frage ich halt vorher oder sag Bescheid, ob ich denn, falls es so ist, dann auch rangehen darf. Aber natürlich, eigentlich gehört sich das nicht. Aber ich kann auch welche, das war an der Berufsschule, im letzten Turnus. Da hat eine gerade mit der Lehrerin über eine Kontrolle geredet. Und währenddessen wurde sie angerufen, in des Gesprächs. Und sie ist rangegangen. Während sie mit der Lehrerin geredet hat. Hat sie an ihr Telefon. Und ich irgendwie so, Entschuldigung oder so, oder warten Sie kurz. Aber so, hat geredet, bla bla bla. Und dann, ja, ich werde angerufen. Dann, ja, hallo. Ich dachte noch so, es hackt wohl bei ihr. Weil sie ist halt nicht die Hellste. Kannst du auch mal sagen. Aber das geht ja wohl gar nicht. Im Unterricht, ich weiß noch nicht, wer das war, hat sie auch nicht gesagt, wenn man ziemlich froh ist. Wenn mir am Arsch vorbeigeht, die Alte. Aber das geht gar nicht. Hallo? Dann hat sie natürlich gesagt, dass sie bitte auflegen soll. Oder wenigstens rausgehen soll. Sie hat gar nicht mal so groß gemerkt, warum sie hier am Telefonieren ist. Das hat aber die Schülerin so gar nicht gejuckt. Einfach weiter telefoniert, als ob nichts wäre. Selbst wo das Telefongespräch beendet war, sich nicht mehr entschuldigt oder so. So, ja, der Anruf war wichtig.
Ja, schön. Und jetzt? Also wäre ich Lehrer, hätte das Konsequenzen gehabt. Das geht gar nicht. Jo, alles klar. Das ist wirklich extrem respektlos, fand ich das. Das war der Rest der Klasse eigentlich genauso. Ist auch alle so ein bisschen angeguckt, so, hä? Ist das jetzt wirklich der Ernst? Was macht sie da? Deren hat auch, ich sag mal, ziemlich verwundert geguckt. Das war halt schon echt. Und immer so diese Person, die ist jetzt, glaube ich, 21 oder 22. Also ungefähr mein Alter. Konnte auch eine gewisse Reife und auch vor allem einen Respekt vor Lehrkräften erwarten. Also ich Respekt gerne vor anderen Menschen. Natürlich sollte man von jedem Respekt haben. Wenn man sich in der Schule befindet, wenn gerade der Lehrer, also wenn man das mit seinen Freunden so macht, ja gut, aber in der Schule, wenn man gerade mit dem Lehrer redet, das ist schon extrem anstandslos. Aber sie ist generell ziemlich dreist, also nachher noch ein paar Sachen fand ich auch, die ich hier nicht erzählen möchte. Die ich theoretisch erzählen könnte. Ich könnte sie auch für etwas in die Scheiße reiten. Das ist definitiv. Aber sowas mache ich nicht. Was sie macht, ist ihr Problem. Dann will ich mich nicht mehr einmischen. Aber wenn ich gemein wäre, könnte ich was gegen sie sagen. Und dafür könnte sie sogar vielleicht sehr harte Konsequenzen für tragen. Sie vielleicht sogar Jobkosten, glaube ich nicht, aber es würde massiv Ärger geben, wenn das rauskommt. Aber das mache ich nicht. So, aber trotzdem gereicht. Easy. Specky Chan. Der ist gut. Nicht Jackie Chan, sondern Specky Chan. Irgendwann kann ich das sogar. So in einem Film oder so. Specky Chan. Wie man das gesagt hat. Gar nicht schlecht. Erster gewonnen in der Meisterschaft, easy. Da ist der Maserati Levante. Können wir ja vielleicht sogar jetzt ganz kurz fahren. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Machen wir sogar, oder? Live-Reaction auf das Auto. Ja, ein bisschen Einfluss. Für den Fame-interessierten YouTuber. Ein krasser YouTube-Fame. So, Meisterschaft gewonnen. War no challenge. Nicht ganz einfach. Dann haben wir... Ach, 2017er. Genau. Aber der Levante S war es, nicht der normale Levante. Levante, Levante, wie heißt denn der? Ich sag so einfach Levante. Genau, die Meisterschaft haben wir gewonnen. Dann gibt es diese Woche noch zwei weitere Meisterschaften. Einmal hier, das war mit... Das ist eine gute Frage. Showdown in Snowdown. Da bin ich, glaube ich, den Ford F-150 Raptor gefahren. So, die Klasse war Offroad. Und dann haben wir... Da müssten wir noch eine haben. Nein, da ist die Prüfung. Das war mit Autos aus den 2000ern, also Baujahr 2000 bis 2009. Bin ich gefahren mit dem Ferrari 360 Challenge Stradale Serie. War geil, habe ich aber beide schon gewonnen. Da gibt es auch fort schon alle natürlich wieder was, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. So, kurz den Maserati schnappen. Ich denke mal, der ist A-Klasse. So extrem viel weiß ich über den Wagen allerdings auch nicht. Also Ich glaube 3 Liter V6 Biturbo mit rund 430 PS. Boah, 580 Newtonmeter. Alter Junge. Das ist pretty fast. Also wirklich. Schon schnell. Das ist ein gutes Stück. Na, guck böse. Rot gefällt mir sehr gut. Glaube ich eher so, also die Größenklasse, glaube ich, so Alfa Romeo Stelvio, würde ich mal schätzen.
Leider ist es nicht die Top-Variante des Levante. Ich glaube, die Top-Variante heißt Maserati Levante GTS. Hat einen 3,8 Liter oder 3,9 Liter V8. Mit Turbos aufgeladen, mit 500 irgendwas PS. 580 oder so. Ist real gewesen, aber trotzdem cool. So. Cooler Sound. Innenraum natürlich doch ein wenig edler. Komm. Nicht in Ordnung. Ach, Gänge. Yes. Alle Wagen werden wir sicherlich noch im Let's Play später irgendwann fahren. Vielleicht sogar als übernächste Folge. Mal gucken. Obwohl schon wieder SUVs. Wir hatten gerade doch den F-Type gehabt. Na, mal gucken. Ich denke, der wird auch im Let's Play drankommen. Ist nur eine Frage der Zeit. Dann würde ich sagen, mache ich Schluss für heute. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Und tschüss!